Hi, mein Name ist Timo Ickenroth von www.deinschlagzeuglehrer.de. In diesem Tutorial möchte ich dir zeigen, wie du ein Gefühl für den Rebound beim Schlagzeugspielen entwickeln kannst. Lass uns loslegen. Der Rebound ist eines der wichtigsten Hilfsmittel, wenn nicht sogar das wichtigste Hilfsmittel, das wir Schlagzeuger haben. Denn der Rebound nimmt uns Arbeit ab. Was ist aber eigentlich der Rebound? Der Rebound ist das Zurückprallen des Sticks, nachdem er eine Oberfläche getroffen hat. Das kann beim Schlagzeug die Snare Drum sein, Toms, irgendwelche Becken, Kuhglocke oder was auch immer. Es kann natürlich auch eine Tischplatte sein. Irgendwas, was der Stick trifft, was eine relativ harte Oberfläche hat, da kommt der Stick automatisch zurück. Wie eben auch ein Basketball, den ihr auf den Boden werft, der kommt auch von alleine zurück. Und das müssen wir uns zunutze machen. Das ist später für entspanntes Spielen wichtig und natürlich auch für die Geschwindigkeit, in der ihr spielen könnt. Viele Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger tun sich aber am Anfang erstmal schwer, so ein Gefühl für diesen Rebound zu bekommen. Und ich möchte euch jetzt eine einfache Übung zeigen, wie ihr dem entgegenwirken könnt. Ich zeige diese Übung jetzt erstmal nur für die rechte Hand. Das Gleiche gilt natürlich aber auch für die linke Hand. Wir sitzen ganz entspannt am Schlagzeug. Die Arme hängen locker runter und ich zeige es jetzt erstmal nur für die rechte Hand. Jetzt nehmen wir den rechten Unterarm nach oben, ungefähr parallel zum Boden, aber weiterhin schön, bequem und lässig. Bei mir seht ihr, dass es nicht ganz parallel zum Boden ist, sondern so leicht nach oben weg. Das ist für mich die bequemste Haltung. Auch da ist wahrscheinlich jeder von euch etwas anders. Nun nehme ich meinen Stock in die linke Hand erstmal, denn ich möchte jetzt den Stick von oben in meine rechte Hand reinstecken. So. Der Daumen ist dann ungefähr dort, wo das untere Drittel und das mittlere Drittel vom Stick sich treffen. Ungefähr. Plus, minus, auch da ist natürlich jeder Stock etwas anders. Alle Finger haben Kontakt zum Stick. Bei manchen kann es sein, dass der kleine Finger vielleicht zu kurz ist und deswegen nicht mehr am Stick anliegt. Das ist dann nicht allzu tragisch. Ihr seht dann auch, ich habe meine Hand offen, nicht geschlossen. Die Hand ist offen. Dadurch ist der Stick in dieser schrägen Position. Mein Handgelenk ist weiterhin gerade zum Unterarm. Jetzt neige ich mein Handgelenk leicht nach oben. Nur leicht, nicht übertrieben. Ich möchte keine Spannung im Unterarm haben, sondern nur ganz leicht, also nicht so. Nur ganz leicht anheben. Und der nun folgende Schlag erfolgt nur aus dem Handgelenk. Meine Hand bleibt dabei geöffnet. Und das mache ich jetzt einmal. Danach sage ich, worauf es dann ankommt. Nach dem Aufprall des Sticks auf die Oberfläche, also in dem Fall auf die Snare Drum, verweilt das Handgelenk wieder in der geraden Position zum Unterarm. Das heißt, mein Handgelenk geht nicht mit hoch. Der Stick kommt aber durch den Effekt des Rebounds automatisch nach oben zurück, wodurch ich jetzt wieder meine Ausgangsposition erreicht habe. Und jetzt kann ich die Schritte einfach wieder von vorne beginnen. Das heißt, Handgelenk anheben, schlagen, danach in der Position verweilen, Handgelenk anheben, schlagen, anheben, schlagen, anheben, schlagen. Und das Gleiche macht ihr dann natürlich mit der linken Hand. Also, Oberarme hängen locker runter. Ihr nehmt den linken Unterarm ungefähr parallel zum Boden. Hand ist offen. Ihr steckt den Stick in die Hand rein. Denkt dran, der Daumen ist ungefähr dort, wo das untere und mittlere Drittel sich treffen. Alle Finger haben Kontakt zum Stick. Ich nehme mein Handgelenk leicht hoch und schlage.
Ich empfehle natürlich, ein Metronom zu benutzen. Das solltet ihr nicht schneller als Tempo 60 einstellen. Und macht dann jede Hand 16 Mal hintereinander. Es geht auch nicht darum, die Hände abwechselnd zu machen. Es geht dann nur darum, ein Gefühl für diesen Rebound zu bekommen. Also 16 Mal die rechte Hand, anschließend im gleichen Tempo 16 Mal die linke Hand. Und dann könnt ihr die Sequenzen etwas abkürzen. Zum Beispiel 8 Mal rechts, 8 Mal links, 4 Mal rechts, 4 Mal links. Wechsel ist natürlich dann auch denkbar, aber wichtig ist, dass ihr diese Bewegung ja in euren Körper fühlt und das Ganze entsprechend dann umsetzen könnt. Ich hoffe, euch bringt die Übung weiter. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, dann schreibt mir doch entweder hier direkt unter die Kommentare oder unter timo@deinschlagzeuglehrer.de. Ihr findet mich natürlich auch auf Instagram und auf Facebook. Und wenn euch dieses kurze Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Abo da und natürlich ein Like und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Timo.